Ja, mich aber auch nicht. Das Pflichtspiel ist sehr klar ausgegangen, glaube ich, am Ende, obwohl die zweite Halbzeit nicht mehr ganz so überlegen war. Ja, wir wollten hier weiterkommen. Das ist wichtig im Pokal. Da zählen eigentlich nur Resultate. Das haben wir erzielt. Von daher sind wir zufrieden und fahren zufrieden nach Hause. Das reiht sich endlich würdig ein in eure gute Leistung in der Meisterschaft, wo alles ganz gut funktioniert im Moment, ne? Ja, auf jeden Fall. Für uns ist der Landespokal sehr wichtig. Wir wollen den bestenfalls gewinnen. Deswegen musst du jede Mannschaft ernst nehmen. Und das hat die Mannschaft gut gemacht. Viele waren auf dem Platz, die nicht regelmäßig spielen bei uns. Von daher war ich mit der Leistung sehr zufrieden. Tja, René Hendrik, wenn denn alles so gewesen wäre, wie es in der zweiten Halbzeit sich angeguckt hat, dann wäre es vielleicht gar nicht zu dem klaren Resultat gekommen. Was habt ihr jetzt besser gemacht im zweiten Abschnitt? Na, ich glaube, wir haben genauso gespielt wie in der ersten Halbzeit. Wir haben versucht, die Position zu halten, haben versucht, dagegen zu halten, auch in den Zweikämpfen. Und das ist uns in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser gelungen. Aber machen wir es vor, der 3-0-Vorsprung war auch schon dementsprechend für die Luckenwalder natürlich, dass wir weniger machen mussten, ganz klar. Also da machen wir uns auch mal vor. Seid ihr mit irgendwelchen Illusionen in dieses Spiel gegangen? Ja. Grundsätzlich hat man die im Pokal als Underdog immer. Aber nach unseren bisherigen Ergebnissen haben wir uns natürlich jetzt da nicht die große Hoffnung gemacht. Aber wir wollten halt ein gutes Spiel machen. Einfach für die Zuschauer, für den Verein. Und ich glaube schon, auch wenn das ein 4-0 war, aber dass es uns gelungen ist. Man hat es auch bei den Zuschauern gehört, war sehr, sehr respektvoll, wie die Leute euch hier gesehen haben. Dass man sagt, man kann auch mit den Großen, ne? Ja, aber wie gesagt, da wirklich jetzt mal die 2 Euro ins Phrasenschwein in die Kirche im Dorf lassen, das war heute ganz klar eine Nummer zu groß für uns auch. Ja, in der Vergangenheit sah es ja schon mal anders aus. Hilft das jetzt weiter oder eher nicht für die kommenden Punktspiele? Ja, mir hilft das oder der Mannschaft jetzt generell. Sie haben gesehen, wenn man die Position hält, in die Zweikämpfe vernünftig reinkommt, dann wird das uns in der Liga natürlich helfen. Ganz klar. Also für mich war das wirklich ein sehr, sehr gutes Pflicht-Testspiel. Ja, und ich bin recht stolz auf die Truppe.